Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Watch Dogs. Wir befinden uns hier wieder in der Parker Square, in diesem Motel, wo wir auch schon mal drin waren. Boah, guckt euch mal den Dreck hier an, alles versifft und alles voller Bierflaschen und ach. Was meckert die da rum eigentlich? Hat du Probleme? Ah, keine Ahnung, mit wem die da unten diskutiert. Gut. Wir gehen dann erstmal den Weg nach unten. Ach, mit dem diskutiert sie da. Boah, jetzt schmeißt du die Klamotten runter, oder was? Der wird wohl gerade rausgeschmissen hier aus seiner Bude. Okay, sehr nice. So, die haben sich gestritten. Kann man über den irgendwas rausfinden? Anscheinend nicht, ne? Naja, gut. So. Neue Sehenswürdigkeit in der Nähe. Ach was. Drücken wir mal nach oben. Wo ist er denn? Hole-Gegenstände. Owl Motel. Ah, angemeldet. Auswählen für mehr Details. Sehenswürdigkeiten, Orte. Sehr schön. Bestätigen. Dieses ruhige kleine Motel erlebte einen kurzen Moment hitziger Erregung, als im Jahr 1967 ein Informant, der für die Überführung von Sam Tietz Battaglia entscheidend war, unter Zeugenschutz in Zimmer 205 untergebracht war. Bis zum Prozess gegen Battaglia musste der Informant Joseph Joyce wiederholt umziehen, um Mordanschlägen durch Battaglias Männer zu entgehen. Das Owl Motel war Joyce' letzter Aufenthaltsort, bevor er in den Zeugenstand trat und Battaglia verurteilt wurde. Aha! Interessant, interessant. So, dann schließen wir mal wieder die Map hier. Und wir machen uns auf den Weg. Wohin eigentlich? Oh, ist hier gleich die nächste Mission? Handwerkszeug. Handwerkszeug. Ja, Handwerkszeug kann man doch immer brauchen. Fahren wir einfach mal dahin. Komm, dann nehmen wir uns hier mal... Der da, der sieht doch ganz schick aus. Nehmen wir so mal diese Karre und fahren in Richtung Handwerkszeugs. Und gucken wir mal, was wir so an Handwerkszeugs finden. So, die Poller wollen wir jetzt nicht hochlassen. Oh, was war denn da? Das ist so ein roter gerade. Auf der Map. Sehe ich so ein rotes Männchen. Naja, egal. So, hier halten wir an, steigen aus und gucken mal, was wir mit dem Handwerkszeug tun können. Kaufen Sie einige Herstellungskomponenten. Ja, das weiß ich doch, dass wir damit nützliche Tools herstellen können. Lalala. Oh. Oh, der hat sogar E-Gitarren. Geil. Bum, 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 bum. Hm, welche würde ich nehmen? Die haben ja alle die typische Gibson-Form. Wobei, gut, die typische Gibson-Form, da müssten sie noch diesen Bubbel oben rechts wegmachen, diesen Haken hier raus. Dann wäre es Gibson-Form. Sehr nice. Verstärker. Wir haben ja alles hier. Also zumindest was Musik angeht, haben sie einiges. Link da unten. Ach so, Kameras. Cool. So, ich möchte was kaufen. Hey, ¿qué pasó? Alles verkaufen. Was soll ich denn verkaufen? Oh, da kommen wieder elektronische Teile. 3 von 20. Ja, da können wir mal ein bisschen was kaufen. Wir haben doch so viel Kohle. Wie viel möchte er denn kaufen? 7? Für 350? Ich wüsste nicht, für was wir das sonst brauchen. Die Kohle machen wir einfach mal voll hier. So, elektronische Teile, chemische Komponenten sind voll. Instabile chemische Komponenten. Da können wir auch ein bisschen was kaufen. Nämlich 6 Stück. So, jetzt sind wir da auch voll. Und die Brieftasche beträgt 31.685 Dollar. Vielen Dank. So, kaufen Sie einige Herstellungskomponenten. Haben wir gemacht. Vervollständiges was vollständiges Tutorial ansehen? Ich will doch kein Tutorial ansehen. Nein, 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 nein. Oh, CTS Mobile Herausforderung. Können wir mal probieren, oder? 1 gegen 1, durchschnittliche Wartezeit 1 Minute. Gucken wir mal, ob jemand gerade in der Nähe ist. So, Verbindungsaufbau zum mobilen... Oh, Mobile Aktivität wird verfolgt. CTS Mobil. Rennen, zurück zur Schule. Rennen heraus und erreichen Sie alle Checkpoints, bevor die Zeit abläuft. Sammeln Sie Geld, Boni, um zusätzliches Geld. Aha. Okay.
Dann machen wir mal so eine Rennherausforderung. Zack! So Mobile-Herausforderungen sind immer gut. Boah! Okay. So, jetzt hatte ich gerade mit X in die Rückwärtskamera geschalten. Das war nicht so gut, weil ich driften wollte. Aber das macht man ja mit B. So, hier, schön um die Kurve driften. Wow, 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 das war nicht so perfekt, aber ganz ordentlich. Okay, ich habe auch schon wieder nur 20 Frames. Das finde ich ein bisschen nervig. Ich habe nochmal geguckt, was für eine Grafikkarte ich habe. Bei mir ist es... Boah! Abfangwagen entsendet. Bei mir ist es die GTX 680, die ich habe. Und es ist schon übel, dass es da so hart läuft, hier das Spiel. Boah! Alter, Falter! Boah, die sind sehr aggressiv. Es raucht hier schon alles. Ich sehe schon gar nicht mehr richtig. So. Oh Gott, und weiter geht's noch. Es geht immer weiter hier. So, boah, alter Falter. Zack. Boah, ich muss ja hier lang. Ich muss ja hier lang. Ich vergaß schon ganz. Ampel gestört. Okay, okay. Immer ruhig bleiben. Nur keine Müdigkeit vorstellen. Wow! Sie wurden getötet. Was war jetzt los? Ja, das ist ein richtig hartes Rennen hier. Da nimmt die Polizei ja überhaupt keine Rücksicht. Ah, es geht nochmal los. Ah, okay, zurück zum Checkpoint. Gut, verstehe. Wow, wow. SUV entsendet, meine Fresse. Boah. Ach. Schon wieder da in die Bombe reingefahren. So, ja, ich habe abgelost. Schließen. Zeitlimit erreicht, Niederlage. Gut, ich habe verloren und hocke jetzt in so einer scheiß qualmenden Karre, mit der man eigentlich nichts zu tun haben will. Na gut. So, wo müssen wir als nächstes hin? Oh, CTS Mobile Herausforderung. Tom's Driver. Probieren wir es nochmal. Nochmal eine Herausforderung. Handelt es sich wieder um Rennen? Ich glaube ja, sonst würde das hier nicht angezeigt werden. Okay, probieren wir es einfach nochmal. Das sieht mir jetzt genau nach dem gleichen Rennen aus. Probieren wir es einfach noch einmal. So. Okay. Vielleicht kommen wir dieses Mal ein klein wenig weiter voran. Mann, die müssen auch immer so fahren, dass sie einen möglichst krass stören. So, da steht auch wieder eine Polizei. Und hier fängt sie wieder an zu ruckeln. Das finde ich gar nicht so schön. Mann, die sollen mich nicht so drängeln. Die sind aggressiv wie Viech. Können irgendwie gefühlt schneller fahren, dann sind sie aggressiv wie Viech. Meine Fresse. So, da kann man nur noch bremsen und auf der anderen Seite fahren, weil die sind sowieso schneller. Boah. Abfangwagen entsendet, ja, ja. Hau mir ab, du! Meine Fresse! So kann doch keine normale Polizei vorgehen. Dass die sich selbst in die Luft jagen, Hauptsache die stoppen irgendeinen. Komm, das ist doch unnormal. So geht keine Polizei vor, die auf Leben und Tod geht. Also so nicht. Sehr strange hier, die Polizei. Boah, die sind da nicht ganz glatt, hey. So, die... Wow, sie wurden getötet. Was war das jetzt? Von was wurde ich jetzt getötet? Po, 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 po. Das ist schwer. Na toll, jetzt habe ich einen anderen Wagen, oder was? Okay. Wow, was ist denn jetzt los? Check ich nicht. Na gut, jetzt lasse ich es sein. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich habe jetzt nicht gecheckt, was jetzt wieder los war.
So, wie will man denn das schaffen, ey? Das ist ja abartig schwer. Gut, wir machen jetzt weiter Kampagne hier. Bin ich Schnauze voll. So, wo müssen wir denn hin? Hier unten irgendwo. Ziemlich weit unten sogar. CTOS-System. CTOS-Kontrollzentrum. Ah, da müssen wir hin. Ins Kontrollzentrum. Oh, da haben wir einen ganz schönen Weg vor uns. Aber gut, wir haben ja Zeit. Wir können ja locker flockig dahin fahren. So, behalten wir einfach erstmal diesen Wagen hier, den wir gerade schon fahren. Ich finde den jetzt mal gar nicht so verkehrt. So. Und dann fahren wir ganz gemütlich zum CTOS-Kontrollzentrum. Heieiei, da bin ich ja gespannt, was wir heute alles wieder so erleben werden. Erstmal schön über eine Brücke da vorne fahren. Und ein paar Spiele ruckeln. Ja, das finde ich echt krass, die Game-Performance hier. Und dabei habe ich schon einen i7. Ich habe nachgeguckt, ich habe einen i7 Core-Prozessor. Ich habe eine GTX 680 und dann ruckelt das schon, hey. Dabei, wenn man es sich so ansieht, ist es auch nicht so viel besser, die Grafik jetzt, wie manche andere Spiele, die total flüssig laufen. Also ich habe keine Ahnung, was die hier vermurkst haben. Beziehungsweise, wo man so viel Rechenleistung braucht, der Grafikkarte. Weil an der CPU-Rechenleistung, weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel so viel frisst. Das ist, ach, das ist doch, das ist nicht schön. Aber ich habe, muss ehrlich sagen, ich habe auch noch nicht geguckt, ob es irgendwie mittlerweile schon wieder einen neuen Treiber gibt. Also wo Watch Dogs rauskam, hatte ja Nvidia auch einen neuen Grafikkartentreiber rausgebracht, der eben für Watch Dogs einiges optimieren sollte. So, und seitdem ich diesen Grafiktreiber habe, habe ich allerdings auch nicht mehr nachgeschaut, ob es schon wieder einen neuen gibt. Wobei ich ja da auch normalerweise informiert werde, direkt von der Grafikkarte. Hier, es gibt wieder ein Update, die checkt ja immer im Hintergrund, ob es ein neues Update gibt. Da ist ja die Nvidia-Software für verantwortlich. Ich glaube, es gibt derzeit noch kein Update. Aber da sollte doch irgendwie mal was geschehen hier, dass es flüssiger wird, wie ich finde. Oder eben von Watch Dogs selbst ein Update am besten. Das ist da vielleicht ein bisschen was optimieren. So, gut. Wir wären angekommen hier. Beim CTOS-Kontrollzentrum. Und wir müssen irgendwie da rein. Ich verstehe schon. So, that's where. Ah, das ist sehr verrückt, wa? Oh, ich sollte vielleicht nicht hier... Wow. 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 Alter Schwede. Wow. Ich sollte hier vielleicht nicht mit der Waffe rumrennen. Wo habe ich meine? Schallgedämpfte Pistole. Da ist doch um einiges besser. So, was schießen die jetzt wieder? Ach, die schießen immer noch auf mich? Sind die noch ganz sauber? Na gut, wenn die es... Na gut. Wenn die es auf die harte Tour wollen, dann... Dann kriegen sie halt die harte Tour ganz einfach. Bin doch nicht dämlich. So, Tür auf. Lokalisieren mit den Zugangscodes. Sie betreten ein Sperrgebiet. Mir scheißegal. Ich bin jetzt aggressiv hier. Die wollten es so, jetzt bekommen sie es halt so. Wow. Kann ich mich hier verstecken? Wow, jawoll. Gleich abgeknallt hier. Na gut, ich sollte vielleicht doch ein bisschen ruhiger jetzt vorgehen. Aber die haben mich ja angegriffen, da wäre ich wohl auch zurückgreifen dürfen hier. So, das geht auf. Sie betreten ein Sperrgebiet. So, jetzt schleiche ich hier aber lang. Moment mal, kann ich jetzt in meine Schallgedämpfte zurückgreifen? Jawohl. Was haben wir denn da unten? Sprengen. Zack. Kopfschuss verpasst.
So, hier ist jetzt ein Blackout erstmal. Das finde ich ja schon geil. So. Plattform. Sehr cool. So. Immer verstecken wieder. So, der wurde angeschossen. Es ist aber schwer, die auf die Entfernung alle zu eliminieren. So. Jetzt machen wir so ein klein bisschen Verrückte. Das kann ja nicht schaden. So. Sag mal, wie lange lebt denn der noch? Jetzt ist er neutralisiert. So, da können wir vielleicht was. Den Gabelstapler mal bewegen. So, der läuft jetzt da unten lang. Oh, hier ist ja auch einer. So. Nachladen. Okay. Ich glaube, der hat seine Kollegen noch nicht benachrichtigt, oder? Was? Ist da auch jemand? Eieieiei. Was hat denn der hier? So, Scharfschützengewehrmunition. Oh, was machen denn die jetzt? Sind jetzt alle hier drin oder was? Eieiei. Da sollte ich jetzt hier aber loslegen. So. So, nachladen. So, der ist auch erledigt. Eieieiei. Wow. Ecke. So, verstecken. So, der ist erledigt. Habe ich die von da hinten? So, jawohl. Einer ist ausgeschaltet. Oh, nachladen. So, der ist noch nicht down. Jetzt aber. Haha. So, Bedrohung ausgeschaltet. Ach, sehr geil. So, das Handy können wir jetzt hacken. Laden Sie den Zugangscode herunter. Hacken Sie den CTOS-Server. Okay, gebt mir euer Geld. Gebt mir alles, was ihr habt. So, wir sind halt ein bisschen aggressiver vorgegangen. Aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um an sein Ziel zu gelangen hier. So, und der CTOS-Server, der ist irgendwo da oben drin. Gut, dann werden wir uns mal eine Treppe raussuchen und werden mal da gemütlich reinspazieren hier. Die Bedrohung ist ja mittlerweile eliminiert.